Ist früher schon vorbei und wird deshalb alles anders? Krönende Kulturakzente bot die diesjährige Eicher Herbstkultur zum Abschluss. Eine Vielfalt an Kultur, dokumentarischem, nachdenklichem und zukunftsträchtigem. Mit einer spannenden Inszenierung des Weges, Mundart-Klangcollagen von der Frauenbewegung Eich-Gössenberg, den Stimmbildern am See von Fritz Mooshammer mit dem Alphorn und Younes Baku aus Marokko mit Gesang, wurden die Besucher in die Veranstaltung geleitet. Boami Kramin. Kramin. Krami Schmutz. Schmutz. Krami Knedel. Knedel. Krami Kuchen. Kuchen. Musst heim schon lang suchen. Die Mutter sagt, der Schopf ist im Vatern seins, aber meins auch. Und die Kinder sagen, inses wohl ja. Zudecken mit einem Tierchen und aufs warme Ofenbanke stehen. Aufgelassen, geh schön auf. Die Pfanne gut eingefett. Früher betitelt sich der Dokumentarfilm, der an diesem Abend vorgeführt wurde. Gunter Neiner, Bauer aus dem Lungau, hat ein wunderbares, zum Nachdenken anregendes, sehr poesievolles Filmdokument über das bäuerliche Leben im Salzburger Lungau über einst und jetzt erstellt. Verblüffend ist der Gleichklang einiger Filmsequenzen mit der bäuerlich-ländlichen Lebenswelt im Ennstal. Im Gegensatz zu heute, gell, mit einfachen Sachen haben sie was Gutes auf den Tisch gebracht. Ist früher schon vorbei und wird deshalb alles anders? Das erste steirische Bodenseeforum, das aus diesem Anlass ins Leben gerufen wurde, warf vielerlei Inspirationen auf und eröffnete Begegnungen, die durch diese Frage initiiert wurden. Als Ersten mit einem großen Kompliment dem Gestalter dieses wunderbaren Films, den wir gesehen haben. Ein wirklich bemerkenswertes Werk, ein Werk, das uns einen Einblick gibt, ohne zu belehren, ohne zu bewerten. Einfach einen Einblick in eine Welt, in die Welt früher, aber auch in die Welt heute. Herzlich willkommen bei uns, Günter Neiner. Der Wandel in der bäuerlich-ländlichen Lebenswelt stand im Mittelpunkt einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion, durch welche Christine Brunsteiner souverän führte. Die Bandbreite rund um dieses Thema ist immens. Zum einen ganz allgemeiner Natur, zum anderen aber auch hinsichtlich den Spannungsfeldern in den vom Tourismus geprägten Regionen. Nachhaltig oder zukunftsfähig zu leben, ein aktiver Akt von mir selbst ist. Ich kann nicht vom Minister verlangen, bitte Herr Minister, retten Sie unser Klima, aber mein Flug in Urlaub, der ist schon gebucht und mein Sportwagen steht in der Kurzparkzone. Das funktioniert nicht. Ich finde, das ist auch das Wichtige und Lehrreiche für uns, die wir das anschauen dran, dass jede Zeit was Gutes hat, aber auch ganz andere Seiten und dass es für viele, die den Film heute gesehen haben, auch wirklich sicher so ist, dass sie sagen, also es ist mir schon lieber, dass ich heute lebe und nicht damals, weil diese Entbehrungen, das könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen. Fürs Konsumieren, ja, muss ich ja sehr viel arbeiten. Fürs sehr viel Arbeiten merke ich, ja, eigentlich
bei zu viel Stress, was das betrifft, bin ich nicht mehr im Gleichgewicht. Und damit hat das eine unmittelbare Wirkung auf mich. Und wir brauchen auf alle Fälle ein Wirtschaftssystem, das darauf Rücksicht nimmt, nicht nur auf uns Menschen von den Bedürfnissen her, sondern auch auf den Planeten. Und das ist das, was der ökologische Fußabdruck macht, zu analysieren, welche Vorräte haben wir auf unserem Planeten zur Verfügung und wie viel verbrauchen wir davon. Also ein Thema, das sehr oft angesprochen wird von den Öternleuten in diesem Film, ist, dass eine große Wandlung ist im Umgang mit der Zeit, und zwar hin zu einer Hektik und zu einer schnelllebigen Zeit. Und das ist etwas, glaube ich, was vielen der Jugendlichen heute auch schon irgendwie auffällt, dass sie in einen immer größeren Wirbel reingeraten, aus dem sie sich ganz schwer außer der Strampen in ihrer Freizeit schon durch die wahnwitzige Kommunikation, die betrieben wird, durch die vielen Medien, und in ihrem Berufsleben dann umso mehr, weil die Anforderungen an Leistung und Zeitdruck einfach immer größer werden. Also ich würde mal als Erstes, wenn wir jetzt gerade zeitgemäß in der Rolle sind der Regierungsverhandlungen, ich würde mir wünschen, dass wir dort wirklich diese Chancengleichheit für die Menschen in dem neuen Programm festschreiben würden und damit auch die Finanzmittel bereitzustellen, damit sich junge Menschen in ihren Regionen entwickeln können und ihre Chancen nutzen können. Ich glaube, da ist einiges an diesem Abend zum Verstehen gewesen, zumindest als Botschaften, vielleicht oft zwischen den Zeilen oder fast zwischen den Bildern, dass da große Fragezeichen auftauchen. Man hat es im Film ein paar Mal gesehen, wenn Interviewpartner oder Gesprächspartner plötzlich im Satz aufgehört haben zum Reden, sie wollten noch irgendwas sagen, aber sie haben es nicht mehr formulieren können. Und möglicherweise geht es uns ja heute genauso, dass wir oft viele Notstände oder Missstände, die wir haben, eigentlich gar nicht wirklich formulieren können, aber wir fühlen sie, wir spüren sie. Und ich denke, dass diese 4 Stunden heute diesbezüglich einige Gefühle dieser Art berührt haben. Wo schlussendlich die Lösung zwischen dem Bewahren des Vergangenen und der Sehnsucht, auf der Überholspur zu leben, liegt? Vielleicht im Bewusstsein, dass wir jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit und das Recht haben, persönlich zu entscheiden, wie viel Zukunft wir in unserem jeweiligen Leben zulassen möchten und wie sehr wir unsere Wurzeln in uns bewahren wollen. Unter Umständen müssen wir uns einfach ein Stück bewusst machen, dass ein jeder die Verantwortung über sein Handeln hat, im Konsumieren, im Leben und im täglichen Miteinander. Oh.